Meine Freunde, willkommen zu einem weiteren Video. Seven vs. Wild, Folge 5, fatale Fackelfehler. Ich bin gespannt, ja, Team Fabio, Fanboy Nummer 1 ist hier am Start. Wenn dir Content gefällt, lass doch gerne ein Abo da. Wenn dir Content gefällt, lass doch gerne ein Like da. Hau gerne die Glocke rein, damit du kein Video verpasst. Ich würde sagen, wir springen direkt rein. Damit gehst du auf die ganz dicken Raubfische. Oh nee. Purer Luxus. Mm. Richtig, bitte, 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 ganz wichtig. Keine Spoiler, ja? Keine Spoiler, die Mods passen auf, Liebe geht raus. Ich habe da wirklich Bock drauf. Willkommen an alle. Hi Sunny, hi Sherman, Sanktuasiak, Goldie, let's go. Merit ist auch da. Hi, hi, hi. Die Crew, der L-Squad ist wieder am Start und ich würde sagen, let's go. Das ist schon echt hardcore. Das fängt wieder an zu regnen. Ausgesetzt in der Wildnis von Schweden kämpfen 7 Kandidaten. Das Intro kennt ihr ja mittlerweile, ne? Jedes Mal bei dem Intro denke ich mir so, wie gut ist das? Produktion! Und letztes Mal haben mir Leute gesagt, hey Andi, warte ab, die Produktion wird noch krasser. 7 Tage ums Überleben. Okay. Jeder muss mit 7 vor... Oh, das war ein geiler Moment, ne? Der Moment, in dem letztendlich hier Fabio sagte, oh, ich habe nur ein Messer und so ein Feuerstein dabei. Hey Andi, Staffel 2 und 3 hast du auch noch vorzuschauen. Yes, Bust Beats. Vielen lieben Dank für deine Cheers. Wir gucken alles. Wir gucken komplett alle Staffeln. Ich habe auch schon gesehen, Fabio ist in einem anderen Format auf YouTube gerade irgendwie so aktuell unterwegs oder vor ein paar Monaten. Also Survival-Theme habe ich voll Bock drauf. Vorher ausgewählt. Hart, kalt, nass und hart. Ich hatte noch nie so Schwierigkeiten. Naja, passiert jeden Mal. Fabio! Ich habe mich noch nie so gefühlt wie gerade eben. Oh. Hier ist echt kalt, es ist unfassbar. Ja, Bommel. Ich muss ganz ehrlich sagen, Bommel wächst bei mir in der letzten, also nicht der Bommel, aber Bommel, der Kandidat, wächst bei mir so im Sympathie-Status. Ich finde, Bommel hat es wirklich krass drauf. Dem seine Unterkunft, sein Unterschlupf ist wirklich Five-Hat gewesen. Oder ist sie? Guck mal hier. Absolute Stille, absolut krass. Wen mögt ihr, Chat, wen mögt ihr am liebsten? Seid ihr alle Team Schäfer, ja? Oder Fritz oder so? Ich weiß nicht. Ich find Fabio am geilsten. Ist auch schwer zu sagen. Der Moment war auch episch in der letzten Folge. Da kamen mir schon fast die Tränchen. Hype-Bock-Angriff, das ist doch das Schlagwort. Beziehungsweise der Claim. Okay, let's go. Ich habe hier so ein kleines Bassin gebaut. Wir sind 2 Minuten in Reaction drin und schon muss ich anhalten und sagen, wie krass Fritz ist. Jedes Mal mit seinen Projekten, weißt du? Jeder andere denkt sich so, oh krass, irgendwie Challenge hier, Challenge da. Und er macht einfach solche Hobbyprojekte währenddessen. Da werde ich jetzt die Fischinnereien reinpacken, wenn ich den Barsch ausgenommen habe, damit ich das eventuell später nochmal nutzen kann als Köder oder für Krebse. Mal gucken. Ja, einfach krass. Ein bisschen provisorisch, dann sollte das hoffentlich keiner wegschnappen. Vielleicht ein Vogel, ich weiß nicht, wir können es einfach mal austesten. Aber ich die jetzt einfach ins Wasser schleudere und die weg sind, lagere ich die hier erstmal zwischen. Es gibt beim Barsch ja verschiedene Methoden, auch diese zum schnellen Abziehen und so weiter, wenn man oben links und rechts von der Flosse einschneidet, habt ihr schon mal gesehen bei mir. Ich werde es aber so machen wie letztes Jahr in Schweden. Einfach der Tradition halber. Ausnehmen, entschuppen und dann schön auf den Stock aufspannen. Was man so macht. Und als nächstes, wenn ich das gemacht habe, werde ich mir einen kleinen Platz suchen, wo ich kochen kann. Ja, der sollte schon ein paar hundert Meter weit weg vom Camp sein. Okay. Ich werde auch alle Fischreste dann komplett verbrennen, dass einfach für ja, das ein oder andere Raubtier da nichts mehr zu holen ist, weil die riechen das sehr, sehr weit. Deswegen werde ich es auch hier ausnehmen und mir eine extra Stelle suchen. Und mit diesem ganzen Fischthema macht Sinn. Ja, werde ich mich nicht ins Camp begeben. Ja, so, ganz ehrlich, das war wirklich, war das nicht Martin, der seine Toilette mitten irgendwie in seinem Schlafplatz aufgebaut hat? Da habe ich mir damals irgendwie schon gedacht, vor 2 oder 3 Folgen oder so. Damals. Das hätte ich jetzt nicht gemacht. Aber okay, ich bin auch kein Survivalist. Die ganzen Angler schütteln jetzt richtig schön mit dem Kopf, weil sie denken, was macht der Herr Meinecke da? Der hat doch einen Angelschein. Wieso kriegt der das nicht richtig hin? Ist ausgenommen. Dann kann ich das gleich über den Stock hier durch den Mund pieksen, die Flügel ein bisschen aufspießen. Da ist auch echt wenig dran, ne? Das ist so crazy. Man denkt sich ja auch so, oh, so ein Fisch und alles, aber das ist ja so super klein. Und dann
schön überm Feuer. Es ist halt, das sage ich auch jedes Mal, das habe ich bei jeder Reaction gesagt und ich sage es jetzt wieder, ja. Ganz ehrlich, die Leute fahren ja heutzutage so durch ein Macca's Drive-Thru, ja, und hier bam, 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 direkt mal 3.000 bis 4.000 Kalorien reingeschallert in den Bauch. Und hier in der Wildnis, da bist du wirklich froh, wenn du ein bisschen substanzielles Essen hast. Ne? Das ist krass, wie man heutzutage so mit den ganzen verarbeiteten Lebensmitteln einfach so hardcore crazy viele Calories so schnell reinbekommt. Und wenn man sich dann, weißt du, ich meine, also Feuer machen. Verrückt. Wie viel Kalorien hat der? Weh, es kommt jetzt pre-watched. Aber genau das habe ich mich gerade auch gefragt. Wie viele Kalorien? Okay. 120. Ja. Barsch, Gewicht, naja, 100 Gramm, wa? 120 bis 160? Wenn überhaupt. Max. 80 oder so. Max. Aber besser als nichts. Ach so, schade, ich dachte, es würde. Letztes Mal wurde es aufgelöst. MyFitnessPal. Ich google das jetzt. Barsch war das, gell? Frühstück Barsch. Also, ein Filetstück, 100 Gramm, 124 Kalorien, 100 Gramm Barsch, okay? Kommt hin. Pi mal Daumen. So. Ihr seid quasi. Flo, ich habe gerade gelesen, ich gönne mir später Frauschen. Sie live dabei. Komm mal richtig fett zu, Sion. Lass dir schmecken, mein Freund. Sushi ist geil. Ich sag mal so, ja, da ist der Profi hier am Start. Ist Fritz vergeben? Macht einfach bitte die Augen zu, Leute. Oh yes. Okay, hands down, das ist die versauteste Seven Worst Wild Reaction von mir bisher. Tut mir leid, aber ich komme. Geht es nur mir so? Ja, so muss das aussehen. Ich denke das doch auch. Oh. Naja, hoffentlich kriege ich jetzt keine Scheißerei, weil ich habe bestimmt ein bisschen rohen Fisch gegessen. Aber hier, wenn das so goldbraun ist. So, nach dem Barsch gibt's jetzt den Arsch. Zeitlich, keine Ahnung. Aber Kaffee trinken quasi, ne? Ah, ja, Blaubeeren. Frühstück Heidelbeeren, Mittag der Barsch. Und jetzt mal zur Abwechslung wieder eine ordentliche Portion Heidelbeeren. Waren das nicht die Heidelbeeren? In der letzten Folge haben wir festgestellt, oder nee, vor zwei Folgen, das waren die Heidelbeeren. Zum Mittag oder Nachtisch. Hey Leute, der trollt Fritz mich gerade oder uns? Das ist doch nicht dem sein Ernst. Der macht es doch mit Absicht. Der hat sich gedacht, da reagte doch bestimmt jemand drauf und dann mach ich noch mal so komische Geräusche. Zum Mittag oder Nachtisch? Also so eine Schale. Wie ihr jetzt hier seht, habe ich jetzt glaube ich so eine halbe Stunde gebraucht. Das ist heftig, ne? Und im Supermarkt gehst du hin und sagst so, hey, komm mal, Blaubeeren. Toter Stamm mit richtig heftigem Durchmesser und oben noch den Rest. Ich habe gelernt, das nennt man den Boss. Restlichen toten Ästen. Ja. Das Ding mit der Kugel durchzuhauen, ist ein Suizidkommando. Erstens fallen die Dinger da oben irgendwann ab und fallen mir voll in den Kopf rein. Mach nicht den Niklas. Und zweitens verbraucht das Fell dieses Dinges wahrscheinlich 4000 Kalorien,
plus noch ein zweites Mal fällen. Warum okay. hatte ich überhaupt nach sowas gesucht? Wegen der Fackelgeschichte. Aber mit einer Säge könnte man noch einen Keil reinsägen und das Ding dann irgendwie fallen lassen. Aber mit dem Kukri-Messer keine Chance. Dafür ist es einfach zu fett. Da hätte er den Big Boy gebraucht vom Chris. Oder eine Säge. Ich habe jetzt mir nochmal einen Stamm rausgesucht. Okay. Der hat oben kaum noch Äste, ist auch schon da reingefallen. Also steht nicht mehr, sondern ist schon entwurzelt. Mhm. Hier vorne ist ein bisschen was morsch gewesen. Ja, ihr seht hier die erste Schicht. Aber das ist alles hart direkt dahinter. Und hört. Es ist ein Baum. Feinstes Holz. Bis auf hier so eine 2 cm Schicht. Das sind noch keine 2 cm. 18 cm Durchmesser. Okay. Der andere hatte nur 11. Kommt hin. Ich werde das Ding jetzt in Angriff nehmen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es vielleicht nicht bereuen werde, weil es ist richtig dick. Richtig. Und mit einer Säge ist das Ding in 5 Minuten durch. Das ist der Bossbaum. Nicht mal. Oh. Insert cool music here. Ach, das war die Fackel da, ne? Beziehungsweise, da hatten wir in der letzten Folge auch so was Ähnliches gesehen. Immer schön hauen. Ich finde auch hier, man sieht, es ist so crazy, das hatte ich auch schon tausendmal gesagt, aber wie geil sein Unterschlupf versteckt ist. Ne? Das ist hier richtig, um es mit Fincats, genau, um es mit Fritz Worten zu sagen, stealth-like. So, ich würde sagen, ich bin ready für den Sonnenuntergang. Mhm. Alles schon aufgespalten, positioniert, hier hinten noch abgestützt. Und ready. Ich glaube, wenn das Ding einmal fackelt, dann fackelt's. Dann geht's ab. Ah, hier ist ein bisschen weit auseinander. Ich muss noch ein bisschen was bauen, dass das schön zusammen ist, wie bei einem Schwedenfeuer. Vielleicht so eine Kordel, ne? So ein geil. So, ich werde mal wieder kontrollieren. Mir fällt jetzt auch auf, warum das hier vielleicht ein bisschen schwierig könnte, mit so einem Kukri da rumzulaufen. Das ist ja ein richtig großes Teil hier. Das könnte ja. Das wird hier nichts. Wie gesagt, ich muss morgen nochmal nach neuen Ködern suchen. Und dann gehen wir rein und dann können wir morgen vielleicht mal ein paar mehr fangen und mal eine kleine Suppe machen, eine kleine Fischsuppe. Der Steffkopf. Erkundungstour. Ich bin gespannt, ob da noch ein Bär kommt oder so, ne? Weil Fabio war ja in der letzten Folge ist so auf Fußspuren gestoßen von einem Bären. Und dann habt die Birke gesehen, die es hier entwurzelt hat. Also die ist quasi Fritte. Fritte. Und da werde ich mir mal in der Mitte ein schönes Stück raustrennen. Fritte in der Mitte? Denn ich habe da noch so ein kleines Schnitz-Bastelprojekt vor. Ich sag's doch, seine Projekte. Mal gucken, ob das damit funktioniert. Und ja, ich hebe mir das wahrscheinlich für einen schlechten Wettertag auf oder mache das abends so ein bisschen am Feuer. Aber dann habe ich schon mal das Stück, was ich brauche. Andere häkeln. Ich habe mir überlegt, ich will ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Also ich möchte auf jeden Fall in den 7 Tagen einmal die komplette Seite mir angeguckt haben und natürlich auch die andere, weil das ist der Bewegungsradius meines Aussetzpunktes. Und wer weiß, was ich so Nützliches finde. Und ich habe genau nämlich die Kamera jetzt angemacht, weil okay. hier habe ich schon was. Und zwar ist hier ja, ein altes Brett oder so, was wahrscheinlich schon viele, viele Jahre im Wasser liegt, schon völlig rundgelutscht ist. Aber weiß ich nicht, finde ich irgendwie cool. Könnte man als kleines... Das Krasse ist, wir hatten vorhin auf dem Stream gerade so ein Schulz-Video gesehen und da hatten wir auch schon die ein oder anderen Anspielungen, kommen mir hier in den Kopf. Regalbrettchen nehmen oder so. Das nehme ich mal mit. Mhm. Und wenn hier ein Brett angespielt worden ist, dann ist am Ufer vielleicht noch mehr angespielt. Könnte gut sein. Ein paar Minuten später habe ich schon 3 Stück davon. Ha, geil. Ich gucke immer so ein bisschen in die Ecken rein, weil vielleicht wurde bei Sturm mal irgendwie Müll angespült. Eine Flasche, eine Dose, irgendwie sowas. Es ist so krass, wenn man wenn man gar nichts hat und auf alles angewiesen ist und
Das finde ich irgendwie auch crazy, gell? Wenn man dann einfach so sagt, hey, vielleicht findet man ja was. Vielleicht hat man wirklich so Glück und es schwemmt irgendwas an. Hä? Das ist keine Palette, das ist ja... Oh. Oh. Keine Ahnung. Ein halbes Haus. Also hier sind viele verrostete Nägel drin. Das kann ich mir mal merken. Ich wüsste aber nicht, wofür ich die Splitter, wofür ich die brauchen könnte. Zum Nageln. Angelhaken habe ich. Hm. Okay. Sind wir jetzt zu schwer? Einfach Obi. Ja, oder? Er könnte, Fritz macht hier einen Shop auf. Ja, deswegen. Mit seinen schönen Schnitzereien. Der physische Etsy-Shop von Fritz. Lass ich erstmal hier und dann gucke ich weiter. Oh, 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 Freunde, oh. Freunde. Was haben wir hier? Oh, eine Flasche. Aha. Okay. Vielleicht war da Alkohol drin. Ah, hier sehe ich doch schon wieder irgendwas. Ich kann es aber noch nicht zuordnen. Ah, das ist da unten. Hm. Was ist denn das? Hä? Alter. Ein übelster Angelköder. Für Raubfische. Ich wüsste gar nicht, was das ist. Ich würde sagen, da hat jemand seinen Pizzaschneider vergessen. Okay. Guck mal hier. Aber ich sehe es gerade, der hat so eine Tauchschaufel. Das heißt, das ist ein Köder Wobbler? Fürs Schleppangeln. Ah. Also man zieht den die ganze Zeit und die Tauchschaufel drückt den nach unten. Also ja, mit einem Boot kann man das gut einsetzen oder mit einer Angel, die man halt kurbeln kann. Ich hätte gedacht, das wäre ein Pizzaschneider. Damit gehst du auf die ganz dicken Raubfische. Ich glaube aber, ich nehme es trotzdem mal mit, weil hier sind auch noch so Doppelangelhaken dran. Und falls ich bei mir was verlieren sollte, habe ich was. Man sieht richtig, dass irgendwie mal bei Sturm oder so, dass hier alles reingetragen worden ist. Hier liegt ja überall angeschwemmtes Totholz rum. Okay. Die Wahrscheinlichkeit, dass hier irgendwo ein bisschen... Kann man das brauchen? Totholz? Ist es irgendwie, kann man das anzünden oder ist das so feucht oder so? Wobei Totholz... Hat er es nicht schon mal gesagt, dass Totholz irgendwie... Der Müll dazwischen liegt, ist glaube ich recht groß. Ich weiß es nicht. Weil Zivilisationsmüll finden wir leider überall. Immer und überall. Auch irgendwo in Schweden. Das ist krass, ne? Das ist wirklich krass. Also da möchte ich wirklich, wirklich, wirklich GG. Es ist voll heftig, ne? Wenn man wirklich irgendwelche Plastikflaschen am Arsch der Welt findet und du denkst dir so, ey, wie kommt das da hin, ne? Und also wirklich, das ist ein großes, das sehe ich auch so. Plastik in den Ozeanen, in den Meeren, in Gewässern so, das ungeachtet von dem ganzen Mikroplastik und so, das sehe ich auch richtig als krasses Problem an. Auf jeden Fall. Wer sucht, der findet. Also nicht nur das, aber unter anderem. 2 Meter, 4 Meter, okay. Fettes, dickes Seil. Damit, geiles Seil, damit kann man doch auch schön, hier kann er um seine Fingerkerze das wechseln. Hä, wie geil ist das denn? Das geile Seil, da ist es, Freunde. Also klar, ist Müll, ist scheiße, aber nein. Für das Projekt finde ich das irgendwie gerade cool, ja. Weil ich das schon immer mal machen wollte, aber halt real. Und ich finde halt einfach gerade real Müll. Hey. Was zur Hölle? Alter, was ist das denn hier? Hä? Was ist das? Was ist das? Okay. Ich glaube, ich packe mir mal 3, 4 ein. Und wenn ich nochmal welche brauche, dann weiß ich ja, wo sie liegen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr... Blair Witch Kiska auf jeden Fall. Ohne Wissen. Oh, stimmt. Warte mal, bei Blair Witch Project, wir hatten doch da wirklich, da gebe ich dir recht, die hatten doch auch wirklich solche Stöckchen und so Steine übergefunden, ja? Diesen Dingern hier irgendein Bastelprojekt gemacht hättet. Mir fällt irgendwie nichts so richtig ein. Das ist ja wild. Was ist das da? Ah, nee, das ist ein Stein. Okay.
Fehlalarm. Es ist sehr, sehr windig. Ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt. Gerade so. Ich bin jetzt hier genau in der Kante. Und dort drüben, wo ihr die großen Felsen im Wasser seht, ein Stück dahinter noch ist mein Angelspot. Also quasi die Mitte meines Camps. Okay. Du bist aber weit gelaufen. Ich würde sagen, wir gehen vielleicht morgen oder die anderen Tage nochmal genau den Uferweg zur anderen Seite ab. Denn wer weiß, was da noch Schönes gibt. Ich finde es schön, auch hier, man merkt schon, die Kandidaten, gerade zum Beispiel Fabio oder hier Fritz, die bauen sich dann letztendlich immer auch so mentale Ankerpunkte, also zum Beispiel, was sie morgen machen, ne? So ein bisschen Projektion in die Zukunft, das finde ich wirklich clever. So, ich habe gerade noch eine Dose gefunden. Okay. Mit diesem Clip vorne dran. Kann man bestimmt verwenden. Und auch nochmal eine größere Flasche. Ist irgendwie kaum zu glauben, dass man sich über Müll so freuen kann. Die aber auch schon eingebeult ist. Die Bretter liegen jetzt noch hinten. Okay. Aber ich merke, dass ich nicht mehr so viel Kraft und Energie habe wie sonst. Ich glaube, die hole ich später. Oder? Das ist auch heftig. Ich glaube auch, das zehrt auch extrem so, ne? Also wie gesagt, wenn wir hier Hunger haben, du gehst an den Kühlschrank oder gehst halt shoppen, einkaufen, so. Irgendwie lernt, also man merkt ja auch dann so, wie man die alltäglichen Sachen dann wertzuschätzen hat oder wertzuschätzen weiß. Oder morgen. Guck mal hier. Schöne Schnitzkunst mit Fritz. Oh, es wird immer schön. Das ist ein Herz. Mal gucken, was da noch rauskommt. Fabio, okay, let's go. Hey. Hat er einen Bär tätowiert? Guck mal, wie lustig. Ist das ein... Sieht auf jeden Fall aus wie ein Bär. Birko und Linde sind echt cool zum Schnitzen. Okay. Ich mach mir so mentale... Kann man übrigens auch die Zähne putzen. Probiere ich das mal hier noch mit den Birkenblättern. Serpin heißt, glaube ich, das Zeug, was da drin ist. Okay. Aber habe ich noch nie ausprobiert. Krass. Ja. Was macht der? Schäumt. Sieht man das auf der Kamera? Es wird auch ganz glitschig jetzt. Ach, krass. Okay. Ey, das ist ja echt wie Seife. Das fühlt sich genauso an. Ernsthaft? Die Seife in der Natur? Crazy. Okay. Wow. Da seht ihr diese kleinen Schaumbläschen. Geht so? Ich glaube, hier sieht man es jetzt ganz gut. Ah, ja. Diese Bläschen da, dieses... Ich hoffe, es kommt auf der GoPro rüber. Das ist auf jeden Fall dieses Sapin, heißt das, glaube ich. Okay. Ah ja, guck mal, hier ist diesmal... Schöner Seifenersatz. Bisschen Zahnpflege... Schadet ja auch nicht, da kann man auch einfach die Aktivkohle nehmen. Die kann man auch übrigens runterschlucken und die ist auch gut bei... Durchfall? Ja, es ist, wenn man Durchfall hat, hätte ich mal dran denken sollen. Ist mir heute erst eingefallen. Zerkleinert die gerade im Mund. Okay. Und das ist dann wie Aktivkohle. Kann man zum Beispiel auch im Drogeriemarkt kaufen. Also die wird dann wahrscheinlich irgendwie anders sein, keine Ahnung. Ist genau hat den gleichen Effekt. Wir haben unser Thumbnail für Folge 5, Freunde, glaube ich. Jo, die Folge ist wild. Was ist denn hier los? Schmeckt auch übrigens nach Kohle. Gar nichts. Also... Ich kann da keinen Geschmack zu nennen. Ich finde sein Trinkschiffchen mittlerweile echt auch cool, ne? Ich dachte am Anfang, das wäre so sein Gefäß für die Fackel. So, ich muss ja noch ein bisschen Brennholz sammeln. Und hier das, was alles hier am Ufer liegt. Guck mal, das war doch das Totholz. Das ist richtig schön hart und trocken.
Das werde ich wohl ein paar Mal jetzt laufen, weil das ist viel geiler als das im Wald. Sieht zumindest so aus, weil das andere im Wald ist alles feucht und motrig und so. Okay. Oder vieles davon. Und hier, das ist richtig schön trocken. Hart. Also ich glaube, dass das lange brennt. Und für die Nacht ist das perfekt, weil da will ich nicht die ganze Zeit Sorgen ums Feuer haben. Ich finde es so krass, hier sind so viele Pilze überall. Und ich suche da auch nach Pfifferlingen, weil das sind die einzigen, wo ich eine Chance habe, die zu erkennen. Ansonsten kenne ich mich null mit Pilzen aus. Und ja, es ist so heikel, jetzt einfach random irgendwelche Pilze zu essen. Aber hey, keine Pfifferlinge. Warum? Alles hier sonst. So schön gerade wieder hier unten am Wasser. Könntet ihr, ich überlege mir das gerade, könntet ihr das machen? Also viele haben mich schon gefragt, oh Andi, hättest du mal Bock darauf? Ich weiß nicht, ja, wahrscheinlich, aber könntet ihr das oder hättet ihr da Bock darauf? Oder habt ihr schon mal sowas gemacht? Das ist eher vielleicht die Frage. Richtig nice, mit der Sonne. Mir ist auch aufgefallen, alles ist trocken heute an mir. Die Hose, die Unterhose, T-Shirt, Jacke, alles ist einfach trocken. Purer Luxus. Oh, 4 Wochen Finnland im Herbst wieder. Okay. Aber dann auch so survival-mäßig oder bist du da einfach nur im Hotel? Lecker, die selbst gesammelten Pilze. Da gebe ich dir recht. Nice. Niklas! Entschuldigung. So, ich habe mal schnell noch die Fackel gebaut. Ich habe das total... Ich finde von Fabio die Fackel, finde ich, sieht auch sehr, sehr geil aus. Verbummelt. Dadurch, so ein bisschen wie in... ich heute dauernd irgendwie was anderes gemacht habe. Weiß nicht. Also andere wichtige Sachen, aber ja, die ist jetzt so noch nicht fertig. Da kommt gleich noch das Brennmaterial rein. Und ich habe ziemlich Kopfschmerzen. Ich glaube, ich muss noch unten was trinken. Deshalb gehe ich jetzt nochmal schnell, bevor es dunkel wird, runter zum Fluss und trink was. Ja, Game of Thrones oder so. Ich wollte ein Computerspiel nennen. Ich habe gerade überlegt, an was mich das erinnert. Aber... Deshalb gehe ich jetzt nochmal schnell, bevor es dunkel wird, runter zum Fluss und trink was. Das ist so krass, wie viel ich hier am Tag... Dead Souls? Nee. Was nicht Dead Souls? Dark Souls, Entschuldigung, Dark Souls. Dark Souls. So ein bisschen Dark Souls. Ich laufe nur, Style. Um zu trinken. Hatte ich kein wasserdichtes Gefäß. Aber ja, basically auch jedes Fantasy-Spiel oder jede Fantasy-Serie könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich habe keine Flasche. Da sind auf jeden Fall ein paar extra Kalorien, die ich nicht durch Nahrung wieder reinbekomme. Aber ja, ist halt so, ne? Dass mein größtes Problem aktuell ist? Nein. Die Langeweile. So ein Tag ist einfach unfassbar lang. Valheim? Oh. Ich weiß nicht, von mir ist schon längst vorbei sein. Ich habe heute halt einfach nur eine Fackel gebaut und mein Bett ein bisschen ausgepolstert und sowas. Ein bisschen Holz gesucht und das war's im Prinzip. Und ich stehe manchmal einfach nur sinnlos in der Gegend rum und starr irgendwie aufs Wasser oder laufe hin und her. Ich habe auch lange eine Blase am Fuß vom Laufen, weil ich habe auch meine Socken gar nicht an, die sind ja nass. Und in den nassen Schuhen, barfuß drin, ist auch nicht so geil. Ja, genau. Jetzt lag ich eben auf dem Felsen erstmal so eine halbe Stunde lang. Da war es aber sehr windig gewesen. Und ja, Guck, und deswegen glaube ich, ist es wirklich sehr, sehr clever von Fritz, dass er sich solche Projekte sucht. So. Ich würde auch, glaube ich, nie in der Wildnis sein oder so irgendwo und einfach nichts zu tun haben oder einfach so denken, so, okay, was mache ich jetzt, weißt du? Die Langeweile. Ich glaube, wenn der hier oben die crazy person übernimmt im Kopf, dann ist schlecht. Ich habe jetzt nicht, was ich machen soll mit mir. So, ich kann aber nicht die ganze Zeit rumliegen und schlafen, das geht auch nicht. Ich muss dann auch irgendwie, man kann ja nachts nicht schlafen. Ich weiß nicht. Also, ich habe irgendwie gedacht, man hat mehr zu tun, aber im Endeffekt merke ich jetzt auch schon beim Sägen, ich säge irgendwie zweimal so einen Stamm da durch, 2-3 Mal. Ich glaube, ich hätte mir wirklich so ein bisschen Castaway-mäßig so irgendwie einen Gefährten geschnitzt oder so irgendwas, weißt du? Oder so eine kleine Holzstatue oder sowas, mit der ich rede. Irgendwie sowas. Oder halt versucht, das Ganze so Gamification-Style rüberzubringen, dass ich halt irgendwie auch wie Fritz, ne, so hier und da ist ein Projekt, was mache ich morgen und alles. Also wirklich so 7 Tage versucht, so irgendwie so durchzuorganisieren. Das wäre mein Mindset, glaube ich. Dass ich halt nicht dann in Verlegenheit komme, durchzudrehen.
und ich merke, dass mein Herz schnell anfängt zu pochen. Aber das ist natürlich auch einfacher gesagt, jetzt wenn man hier im Trockenen sitzt, ja, vor, keine Ahnung, euch. Und ich glaube, wenn man da wirklich den Natur oder der Natur ausgesetzt ist oder in der Natur ist, dann kann einem der Kopf schon mal einen Streich spielen. Weil ich einfach die Energie nicht habe. Also ich bin völlig... Gesicht in den Baum. Ich sag jetzt nichts, was ich sagen wollte, gell? Wir wollen ja nicht auf ein romantisches Date mit dem Baum. Erster Puste nach 3-4 Mal Sägen. Ich habe sehr viel gesägt mit meiner Säge, sonst hätte ich das Schelter ja gar nicht gebaut. Mit dem Big oder bauen Boy. Können, so wie es jetzt ist. Aber ich finde ja safe, der Big Boy von Chris, also hier seine... Was wir in der ersten Folge gesehen haben, fand ich richtig geil. Es kostet unfassbar viel Energie. Und ich probiere aktuell so ein bisschen meine Aktivitäten runterzufahren, dass ich halt nicht so viel Energie verballer. Ob das so gut ist? Ja. Aber dadurch entsteht die Langeweile, weil ich dann einfach nichts mache. Ich weiß nicht, was besser ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch Hunger. Ich freue mich wirklich extrem. Ich träume, Mann. Ich habe vorhin, kurz habe ich so eine Augen zugemacht, ich habe vom Döner geträumt. Von meinem Dönermann bei mir zu Hause. Ich sehe nämlich so nach einem Döner. Oder nach Pommes oder... Hör jetzt mal auf, ey. Ich habe gerade vorhin gedacht, ich hatte echt Hunger. Ich habe Hunger, ich habe echt Hunger. Pizza, Burger. Was er doch macht, ist doch jetzt echt so ein bisschen... Er quält sich doch gerade sehr selbst. Oh. Ich glaube, die ganz ehrlich, die Route dürfte ich niemals gehen. Wenn ich mir da vorstelle, was es zu Hause an geile Leckereien gibt und so. Und was könnte ich da essen, was könnte ich da essen? Und ich würde safe durchdrehen. Manchmal ist es ja auch so, hier, kennt ihr das? Wenn ihr euch überlegt, oh, heute Abend, was gönne ich mir oder so, oder am Wochenende, was esse ich oder so. Allein im Alltag ist es schon sehr, sehr verführerisch. Und vor allem noch einer kalten Cola. Mhm. Was Leckeres, Kaltes mit Geschmack. Das war. Ey, ich könnte dir auf jeden Fall was empfehlen, nämlich Holy. Checkt gerne mal den Link in der Description, ja. Ich habe hier Lemon Hydration oder Hydration Lemon. Das ist wirklich sehr, sehr lecker. Schmeckt wie die kleinen, sage ich immer wieder, Zitronenbonbons mit der Brausefüllung drin. Gerne mal den Link in der Description oder mit dem Code Energizer oder Energizer 5, ja. 5 in Englisch. Sparen. Danke, 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 meine Mods. Ist wirklich ein Träumchen. Checkt mal gerne den Link. Und das wäre was mit Geschmack. Also das könnte Safe Fabio auch in den kleinen Packets, die ihr euch da mal durchsamplen könnt, in den Probepackungen, könnt ihr es auch mitnehmen. Also ich glaube, wenn ich mal nach Schweden gehen sollte, in die Wildnis, ich glaube, ich würde mir ein Holy mitnehmen, so ein kleines Sample. Und vor allem noch einer kalten Cola. Was Leckeres, Kaltes mit Geschmack, das Wasser ist... Ich habe auch noch so ein bisschen Bedenken bei dem Wasser, ich bin ehrlich, ne? Ich trinke jetzt nicht so viel, wie ich eigentlich sollte. Also jetzt, ist das so clever? Also muss er hydriert bleiben, der Pro. Ich komme nicht mal auf einen Liter am Tag. Was? Oh, wie groß ist denn er? War er, jetzt müsste ich wieder zurück, 1,80 oder so rum? Also ich bin 1,97 und ich trinke immer so knapp 4 Liter. Von dem, was ich trinke. Und das ist nicht am gut. Tag. Ich glaube, morgen muss ich ein bisschen mehr trinken. Mit irgendwie Rennzwängen oder so. Okay. Jetzt warte ich noch, bis es dunkel wird, damit ich meine Fackel-Challenge dann machen kann. Es ist so, ich muss ganz kurz drauf eingehen. Du kannst mir wirklich Essen ein paar Tage lang wegnehmen, aber wenn du mir einen Tag lang wirklich zu wenig zu trinken gibst, ich kriege Kopfschmerzen, ich bin scheiße drauf, ich bin am Durchdrehen. Also wirklich Wasser oder Hydration im Allgemeinen ist so das, was ich als erstes merke. Die ist jetzt fertig, die Fackel. Auch Stimmung, Launen, also... Ja, ich habe gedacht, ich finde ein bisschen mehr Harz, aber auch dem war nicht so. Falscher Antrag. Ja, keine Ahnung. Jetzt liege ich wieder hier rum im Bett und warte einfach, dass es dunkel wird irgendwie. Wie gesagt, die Langeweile ist mein größtes Problem, aber ich habe auch keinen Bock, jetzt ewig lang rumzulaufen hier. Und ich könnte nicht daran erinnern, ich habe gedacht, das wäre eine Spider-Man-Cappy. Und ihr habt mich aufgeklärt, das ist ein Deadpool-Cappy. Zu gucken und was zu bauen und zu schnitzen und sowas, kostet alles Energie. Und wenn ich das jetzt hier, wenn ich mich jetzt völlig ausgabe in den ersten 2-3 Tagen, dann werden die nächsten 3-4 Tage extrem. Und ich möchte das ein bisschen runterfahren und dann halt nach hinten strecken und mich nur für sinnvolle Aktivitäten bewegen. Zum Beispiel morgen fürs Bären sammeln. Ich werde die ganze Tasse voll knallen mit Bären. Und ja, das ist dann meine Nahrung. Also auch beim Angeln. Ich habe mir auch vorher schon gedacht, ey, ich liebe Angeln, ich gehe gerne angeln, ich werde den ganzen Tag angeln. Aber es ist einfach unglaublich windig. Das Wasser hier ist sehr flach hier vorne, wo ich bin. Da wie soll ich denn angeln? Wenn ich die Angel da rauswerfe ein paar Meter, ist die direkt wieder vorne. Und das klappt alles nicht, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ist das denn, also guck mal, hier sieht man auch deutlich den Unterschied. Ne? Ganz am Anfang dachte ich, okay, das würde jeder so machen, wie es zum Beispiel so ein Fabian macht, Fabio macht oder wie ein Fritz, Fabian, wie es Fabio macht oder wie es Fritz macht. Aber es sieht man wirklich schon deutliche Unterschiede, wie die Kandidaten, wie die einzelnen Teilnehmer da unterschiedlich mit umgehen. Und er ist hier so eher Hashtag Selbstzweifel, beziehungsweise, noch nicht mal Selbstzweifel, aber einfach dieses,
ja, doch sehr düstere und nicht wirklich bejahende, sondern eher so die Probleme. Ne? Ich sage immer, es gibt zwei verschiedene Arten von Leuten. Einmal die Probleme fokussierten Leute und einmal so die lösungsorientierten. Und ich glaube, eher so Team Problem. Also weißt du, wenn man nur die Probleme sieht und nicht die Optionen oder die Chancen oder so. Also ich müsste irgendwie einen Punkt suchen, der ein bisschen windgeschützt ist, weil ja, guck mal hier. Der Wind ist sehr, sehr zornig. Naja, und halt ein bisschen tieferes Gewässer. Und dann halt auch noch Köder. Ich habe auch noch keinen Wurm gesehen. Nichts. Hm. Naja. Es kommt immer anders. Es kommt erstens immer anders und zweitens, als man denkt. So sagt man immer. Super windig. Und wenn du vorne, da wo ich angelandet bin, da wo ich ausgesetzt wurde, da ist ein Wellengang. Das ist krass, Alter. Man könnte ja jetzt auch sagen, dadurch, dass es so einen krassen Wind gibt, hätte man die Chance, dass was ans Ufer getrieben wird. So würde ich das sehen. Ich würde sagen, oh, krasser Wind, vielleicht kommt morgen was ans Ufer. Kommst du, denkst du wirklich gerade in dem Moment, das ist ein Meer? Da brechen die Wellen richtig im Wasser, das ist schon heftig. Und ich muss auch echt wieder an Fabio denken, nach der Nacht bei mir hier, wirklich, ich habe ja die Aufnahmen gezeigt am nächsten Morgen, es war ja wirklich alles nass gewesen. Und wenn ich dann an Fabio denke, der nicht mal irgendwie... Wenn die wüssten, gell? Die Möglichkeit hatte, was Richtiges zu bauen, nur mit einem Messer. Und Feuerstahl. Und Feuerstahl bringt irgendwie gar nichts, weil das ist alles so nass. Ich hab hier tausendmal versucht, Feuer anzukriegen. Das hat irgendwie nie wirklich funktioniert, weil das Holz einfach nicht zünden will. Das ist so krass. Ja. Habe ich euch mal die Rückansicht gezeigt von meinem Shelter? Nee. War echt ziemlich geil. Doch. Mit der Rinde. Aber hey, das ist aber wirklich gut geworden. Auch hier ist wirklich Stealth-Mode. Das ist halt viel zu wenig, aber wenn ich jetzt von diesen großen Stücken hier, von den dicken Schindeln noch so, ja, 30 Stück hätte, 20 Stück, könnte ich es komplett decken. Ist es so? Denkt ihr euch das auch? Ich denke mir jedes Mal, wenn die wüssten, wie Fabio da abgeht, ne? So, Mister, meine Hütte brennt, auch alles easy, auch ich schlafe heute Nacht im Pizzaofen, ich bin selbst die Pizzaschäfer mit Schaf, mit allem so für den Bär. Ich finde das irgendwie krass. Also ich glaube, das wäre noch viel der härtere Mind F gewesen für die anderen, wenn die gecheckt hätten, wie krass der abgeht, oder? Sieht schon, ich finde, ganz nice aus von hinten. Vor allem auch, weil die Farbe von der Rinne sich halt mit den Steinen halt, das deckt sich halt, ne? Man könnte denken, wenn das halt komplett zugepflastert wäre mit der Rinne, das ist halt echt so ein Riesenstein. Den Witz bringst du auch einmal im Urlaub so, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin. Und dann weißt du auch, was Sache ist. Das fängt wieder an zu regnen. Und die Regenwolke sieht ziemlich dick aus. Und hey, süße Eule. Ziemlich lang. Ich werde mich jetzt organisieren, meinen Schlafsack in Sicherheit bringen, dass die süßeste Eule einigermaßen trocken bleibt. Der Klassiker. Oh Mann, ich hasse das wirklich. Der Tag heute war echt ziemlich gut gewesen, so vom Wetter her, aber jetzt fängt es natürlich an zu ringeln. Das war der Fabio. Also nur Messer und dieser Feuerstein, das war der Fabio, Fabio Schäfer. Und das krass, gell? Also wenn man sich vorstellt, der hat wirklich, ich bin wirklich gespannt, bitte nicht spoilern, aber ich bin wirklich gespannt, wie er im Endeffekt sich dann schlägt. Oh, Martin. Was ist besser als eine Angel? Ein Messer, ein Feuerstein. Genau, drei. Gut, festgemacht. So. Ich bleib hier so drunter. Ja. Kann ich eigentlich weg, geht wieder an zu regnen. Gut, geh zurück ins Camp. Ach ja, ich glaube, ich werde mich mal um meine Ausbeute kümmern. Gucken, dass ich die gleich noch mal ein bisschen vorbereite und dann nachher auf den Grill. Stimmt, das waren ja die tote Fische, die der Martin am Ufer gefunden hat. Und da habe ich gesagt so, hey Leute, wie sieht's denn aus? Ist das safe? Kann man so einfach Fische, die tot am Ufer liegen, ist das denn die beste Idee? Kann man da gut sehen. Und dann meinte er ja, die wären geflohen vor größeren Fischen. So ungefähr, ne? Von oben. Ach, die hat er gefangen in der letzten Folge. Ah, okay. Sorry. Ach, stimmt ja. Ja, ich bin noch wo ganz woanders in meinem Kopf. Aber ja. Jetzt ist Feuer noch an. Gucken, vielleicht habe ich Glück. Hey, sweetest Owl. Schön, dass du dabei bist. Es gibt noch mehr Fische. Und ja. So, Fisch wird jetzt hier. Ah, ja. Stimmt. Feuer. Für mich oder bei mir, in meinem, also ganz ehrlich, geht es euch auch so? Wenn ihr so Feuer hört oder seht, ne, da ist so ein inneres Gefühl von Befriedigung, von Sicherheit, von so Gemütlichkeit. Das ist schön. Den ziehen wir auch die Geräte raus. Oh. Mein Rücken. Klar, hier sind immer noch Geräte drin.
aber die kann man ja auch ausspucken. Leck mich geschissen in die Fresse. Leck mich geschissen die Fresse, was? Leck mich geschissen in die Fresse. Es schmeckt wie ein 10-Dinner. Ach, keine Ahnung. Okay. Staffel 14, wir sind bei Staffel 14. Goldie, du musst auch die andere Hand dazu nehmen. Nee, wir sind Staffel 1. Wir gucken aber alle Folgen durch. Wir sind gerade Staffel 1, Folge 5. Wer ist davon nicht übergeblieben? Und jetzt die Reste bitte weit weg entsorgen vom Camp. Geil. Bam, 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 bam. Hier meine Fackel. Sieht ein bisschen spacey aus, aber mal gucken, wie lange sie brennt. Ich muss sagen, die Fackel sieht aber gar nicht mal so schlecht aus. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie schnell abfackelt. Und überhaupt brennt. Armbrot und Frühstück. Hälfte, Hälfte. Hey, das ist ja wirklich hier Bären-Overflow. Und da kommt gleich die Sonne raus, sieht immer so aus. Ich bin gespannt, wann bei ihm der Mental Breakdown einsetzt. Wie vertreibt man sich die Zeit? Entweder man baut eine Fackel. Oder? Aber die habe ich schon. Okay. Und was vor allen Dingen kostet nicht so viel Anstrengung? Ich hab ja schon ein paar Mal hier rumgebrüllt und auch ein bisschen gepfiffen, aber ihr Schweine habt mich richtig weit abgesetzt. Irgendwo, nirgendwo bin ich hier. Ich bin gerade es waren wahrscheinlich nicht mal 500 Meter rechts. Links geht gar nicht. Links ist einfach Sumpf und rechts gibt es noch so einen kleinen Strand. Und dann, keine Ahnung, habe ich meine Kräfte verlassen. Oh. Falls der Wolf kommt. Okay, ich dachte schon Vampir. Oder der Bär. Oder beide gleichzeitig. Ah, aber langsam setzt dieses Feeling ein wie bei da 30 Tage ohne Essen. Wobei ich sagen muss, da stand ich noch ein bisschen mehr im Futter. Ich habe letztes Mal gesagt, bei Dave war das, glaube ich, ne? Licht an, aber keiner zu Hause. Ich glaube, dass es bald regnet. Sieht schon wieder so furchtbar nicht nach Regen aus. Es sind schon wieder dunkle Wolken rein. Der Arme. Egal wie. Stimmung. Ja, ich sag mal so. Ich habe ja gefragt, wann der Mental Breakdown kommt. Stimmung. Oh je, oh je. Es beginnt. Schalt gut, schalt gut. Aber irgendeiner ballert hier auch rum. In meinem Kopf knallt es ständig. Okay, ist es wirklich schon so weit? Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Ai, 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 ai. So, der Bommel. Bommel ist so ein Ruhepol. Das ist so komplett. Och nö. Wait. Nö. Wait. Was ist denn los? Ach, Bommel. Naja, das ist, wenn man halt zu nah am Feuer ist. Dem Fritz ist doch auch schon passiert. Dulli. Einfach ein. Ja, Pfälzer Bub auf jeden Fall. Ich versuche es zu unterdrücken. Mein Akzent kommt als man schon mal hoch und dann muss ich ihn so runterdrücken. Mein Dialekt, meine ich. Dulli. Gekonnt unter den Tisch. Richard Dulli. Bleib da. Er kommt manchmal raus. Fuck. Ja, eigentlich würde ich ein bisschen meine Schuhe trocknen, aber. Naja, das kann er halt wieder nicht. So, also von mir aus kann es dunkel werden. Boah. Okay. Damit ich die da anzünden kann. Er ist ready. Ja. Wir sind noch bei Tag 2, gell? Tatsächlich habe ich so das Gefühl, dass die Zeit hier langsamer geht. Deutlich langsamer vergeht. Kann gut sein, kann schlecht sein. Für mich bewerte ich das jetzt hier mal als gut. Nicht so gut. Was? Ist doch alles tippitoppi hier. Guck mal.
da wie ich ja gestern schon gesagt habe, die Einsamkeit mir schon ein bisschen zu schaffen macht. Und von daher könnte das alles ein bisschen schneller gehen. Als was? Nein, komm, das ist doch geil. Also ich finde, er hat seine Unterkunft, hier so sein Tarp, richtig geil aufgebaut. Er hat eine schöne Feuerstelle. Es sieht saugemütlich aus, aber das ist wirklich anscheinend für ganz, ganz viele wirklich ein Problem, diese Isolation. Obwohl, und das überrascht mich gerade, beim Bommel, also beim Pascal hier, er ist ja grundsätzlich, habe ich so das Gefühl gehabt, so ein bisschen dieser introvertiertere Teilnehmer, also ein bisschen der ruhigere. Und selbst wenn ihm das so viel ausmacht. Könnte das alles ein bisschen schneller gehen? Also, okay. So, es fängt gerade wieder an zu regnen. Von daher werde ich jetzt mal... Ich dachte schon, er ruft an. Tolle Pizza. Das Thema mit den Fackeln starten. Weil ich ja natürlich keine Ahnung habe, wie lange das jetzt hier anhält, wie stark das wird, etc. Okay, also hier, etwas trügerisch durch den Himmel, aber es war noch circa eine Stunde, bis die Sonne tatsächlich untergegangen wäre. Weil es aber alle Teilnehmer falsch eingeschätzt haben, was keine Uhren zum genauen Festlegen eines Zeitpunkts gab, ist ja logisch, haben wir uns dazu entschlossen, die vorgegebenen Zeiten in groben Richtung großzügigen Toleranz zu sehen. Okay. Generell sind wir bei den Challenges nicht überkorrekt. Bommelsfackeln sind zum Beispiel auch mit den Innensträngen, denn das ist Paracords, aka des geilen Seils, zusammengebunden und somit nicht mehr natürlich. Bei solchen Dingen drücken wir ein Auge zu, solange es nicht bei den kompletten Rahmen... Okay. Das macht Sinn, ja. Das ist aber sehr freundlich. Piep. Okay. Show me what you've got. Ist das eine Fackel? Oh, die brennt aber schnell. Das ist eher so die James Dean Fackel. Die Frage ist ja nur, unter oder über einer Minute? Komm, richtig schön blasen. Let's go. Bommel, gib Gas. Hier pustet der Schlingel. Versuch ungültig. Tja, da war die erste aus nach einer Minute 12. Ja. Ach, sind das nicht deine Testfackeln? Ach nee, das ist der Versuch, sorry. Ich wusste ja, dann wird resettet und dann guckt man, okay. Und sie ist aus. Nach 45 Sekunden, das war nix. Hey, andere halten nur 3 Sekunden durch. Bis jetzt scheint nur dieses komische Zeug zu brennen, dieses Moos. Ich bin auf die Fackel von Fritz gespannt. Oder war das schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Ach doch, ich glaube, das war schon, gell? Mit über einer halben Stunde oder wie war das? Oder war das nur, ich glaube, das war ein Test. Das ist auch nix. So langsam, ich gucke so viele Folgen. Ja, Fritz hat es für... Okay. Das Ding wird sowas von gleich runterfallen. Oder nicht runterfallen, sondern viel mehr. Wenn auch kläglich, aber es brennt. Auch nicht schlecht. Fragt sich nur, wie lange. Okay, 2 Minuten 22 und 25 Hundertstel. Gut, die werden jetzt nicht so entscheidend sein, aber... Damit bin ich zufrieden. Echt halt schlecht, aber ich denke mal, wenn man nach Harz und sowas sucht, dann ist da deutlich mehr drin. Hätte ich auf die Suche gehen können. Oh. Aber sorry. Da ist meine Szene verrutscht. Ich wollte gerade eben sagen, es sieht aus wie. Es sieht so ein bisschen aus. Es sieht so ein bisschen aus wie das. In der letzten Folge auch schon der UPS-Mann, ja. Ich war gerade auf die Suche auf gehen können. Aber. Es hat ja auch so funktioniert. Von daher. Werden wir jetzt die Reste. Zum Feuer hinzufügen. Der Arme, ey. Und dann was das. Er ist auch, also ich weiß jetzt nicht, an was das liegt, so, ob es gerade so sein Mindset runtergeht oder so. Er ist aber sehr, sehr in sich gekehrt, der Arme. Kleines Update. Hallo, Mr. Bär. Palömpalöm, ich habe ein Paket für Sie.
Der Tag neigt sich langsam dem Ende, aber der Himmel ist wieder wolkenverhangen. Ich habe eben noch die ganze Zeit Feuerholz gemacht und auch hier ganz viel Anzündholz vorbereitet. Oh, das sieht echt aus wie beim Profi hier. War nochmal komplett Bären sammeln, neues Wasser holen und habe aktuell gefühlte 50.000 Mücken hier drin. Gut, gut. Genau, ich warte jetzt, bis quasi Sonne weg ist, bisschen dunkler wird und dann entzünde ich die Fackel, esse noch ein bisschen was, trink was und dann ist Tag 2 fast schon rum. Oh, ich bin so auf die Fackel gespannt. Es fängt gerade leicht an zu regnen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber für mich sieht das so aus, als wäre die Sonne da hinten schon untergegangen. Hm. Wie geht das? Also, ist doch hier so dieser... Ich würde sagen, es ist an der Zeit, die Fackel zu entzünden. Passt nämlich auch ganz gut, weil... Ey, du kannst dich daran erinnern, gell, zum schwäbischen Bär. Ich weiß, in den letzten Folgen habe ich gesagt, immer die Bären in meinem Kopf haben einen schwäbischen Dialekt. Ich weiß nicht, wieso. Hier ist eine richtige Mückenplage. Heute ist richtig schlimm. Vielleicht, weil es nicht windig genug ist oder so. Also, wenn das heute Nacht so ist, dann wird das eine ganz beschissene Nacht. So. Ich möchte nicht tauschen, ganz ehrlich. Die Uhr läuft. Ich habe vielleicht ein bisschen viel Birkenrinde reingemacht. Das ist schon mal eine derbe Rauchentwicklung. Aber man sieht, es ist ordentlich am Abdampfen. Ey, ist schon April bei ihm? Aber wenn das alles erstmal verbrannt und entzündet ist, dann sollten auch die Hölzer brennen. Sollten. Alter, sieht schon geil aus. Na, Rauch kann ruhig mal ein bisschen hier rein, wegen Mücken. So, wie lange haben wir übrigens? 2 Minuten 13. Ganz entspannt. Ach so, Freunde. Mir fällt gerade ein, ich hätte ja vorher messen müssen, aber ich habe ja vorhin schon gemessen, als ich das Ding gefällt habe. Da waren es genau 50 in der Höhe. Und Breite darf es maximal 40 sein. Also ich glaube, da komme ich gerade... Halt schön ans Feuer ran. Hat so hin, ne? Bei ihm sieht es so krass professionell aus. Das sieht so aus, als ob das Ding hier für immer brennt. Sich hoch. Das ist wie ein Item irgendwie so in Minecraft. Und bei mir jetzt 20 breit. Okay. Auf jeden Fall grad Umfang, eieiei, Mathe Andi. Umfang gleich 2 mal Pi mal 10 cm gleich 62,8. Versuch ungültig. Okay. Gut, in Flammen, so wie es sein soll. Und wir sind bei jetzt fast 4 Minuten. Ist aber streng, das Regelwerk. Und wieder mal kreisen meine Gedanken um bei den anderen Teilnehmern. Hm. Die ja auch die Challenge hatten. Haben sie was an? Ist Fabio noch drin oder nicht? Jeder, wann gibt es eine Reaktion von den Teilnehmern auf Fabios Content? Das würde mich mal interessieren. Das wäre richtig krass. Umfang ist nicht breiter. Hat schon mehr einen Fisch gefangen. Wie? Das sind alles so komische... Ich hätte die Regel auch nicht verstanden. Komische Gedanken, die die ganze Zeit kommen, aber... ich frage mich zum Beispiel auch, ob der Ablauf oder das, was ich so mache, bei den anderen auch so ist. Mhm. Also, ob die zum Beispiel heute auch im zweiten Tag eher sich mehr mit dem Thema Nahrung beschäftigt haben, ob die auch ein Schwedenfeuer, Schwedenfackel gewählt haben. Oder ob es bei denen komplett anders läuft. Ob Martin schon 10 Fische hat und der Magen vollschlägt. Ob der erste schon Heimweh hat. I doubt it. Ah. Ich glaube, für euch ist das halt ziemlich geil, aus Zuschauersicht dann zu sehen, okay, wie kommt der eine klar, was macht der, was machen Parley, aber die... Mega geil. Für uns aus Zuschauerperspektive ist es mega geil zu sehen, wie jeder sich Gedanken um Fabio macht. Meanwhile, Fabio rasiert komplett durch die Wildnis. Anderen. Das habe ich ja gerade nicht. Aber würde mich brennend interessieren, wie die so vorankommen. Ob die zufrieden sind, was für Probleme die haben. Ja, ja. Es sieht ja so ein bisschen aus wie Karl S. in den besten Zeiten. Freunde. Ja? Ich habe gerade nochmal gelesen. Mhm. Und hier steht 50 cm lang und Umfang an der... Er hat's. Breitesten Stelle maximal 40 cm. Umfang, Freunde, Umfang. Ich war mal auf Durchmesser. Und jetzt der Moment, in dem du realisierst, dass dir deine Partnerin gesagt hat. Oh nee.
Ich muss es kurz prüfen. Moment. Das ist der OG, das ist der Original O-Ton, auch abends. Du hast mir gesagt, das ist so und so. Moment, ich muss es prüfen. Fuck. Fuck. Hat sie doch recht gehabt. Fuck. Das sind... Das ist der Bossbaum hier. 40 Zentimeter. Das ist noch nie im Leben. Das. Dreimal dürft ihr raten. Die Einstellung ist ja auch gerade echt witzig. Der Boss passt doch in deinen Kopf durch. Oh. Freunde, ich habe diesen komplett riesen Baum zweimal durchtrennt. Das hat mich gefühlt 8000 Kalorien gekostet. 10.000. Weil ich ein Wort nicht richtig gelesen habe. Das war auch früher, kennt ihr das, in den Textaufgaben, im Matheunterricht in der Schule war es auch so. Hast du da irgendwie so ein Mini-Wort überlesen? Tja, das war's leider. Umfang. Ich bin immer auf ein Durchmesser ausgegangen die ganze Zeit. Hier. Aber es geht um den Umfang. Oh, nee. Es war so schön, Leute. Es hätte locker eine Stunde gebrannt. Ja, jetzt werfe ich alles über den Haufen. Nee, aber das ist ja auch Mindset. Fabio hätte jetzt wahrscheinlich gesagt, na gut, okay. Dann habe ich trotzdem jetzt was Schönes fürs Auge. Guck mal, wie schön das ist. Ich finde, das Feuer brennt hier auch super gleichmäßig. Also, warum entwerten? Das ist geil. Das kreuzt die quer, weil ich nicht lesen kann. Das ist richtig schön. Auch die verschiedenen Orangetöne. Also, ich weiß nicht, mir gefällt es mega gut, die verschiedenen Orangetöne hier drin zu haben. Guck mal, das ist doch ein Augenschmaus. Ich bastel es jetzt nochmal neu, weil ich nicht richtig lesen konnte. Also wir haben jetzt hier einen Umfang von 32. Lieber auf Nummer sicher gehen. Das heißt, wenn ich das spalte und noch ein Stück auseinander stelle, ja, ein Zenti oder sowas für den Schlitz, dann sind wir folglich bei 36. Also hacke ich das Ding jetzt auf 50 durch. 3 rüber, 50, 67, hier. Ja, das frustriert auch schon, aber ich glaube, er weiß ja, wie es geht. Er ist ja routiniert, er macht das Ding einfach nochmal. Come on, let's go. So, Freunde, auf den Millimeter. 40 Zentimeter im Umfang, nicht Durchmesser, Umfang, Freunde. Einmal ringsrum, 40 Zentis. 40 Zentis. Es ist irgendwie sowas, es hat was total läuft natürlich noch nicht. Beruhigendes, ein Feuer zu sehen. Entfachen den Aal. Apropos, meanwhile, ich habe gerade eben so beim, ich habe so eine, so Licht hinterm, an die andere Wand und es sah eben ein bisschen beängstigend aus, aber es ist Gott sei Dank nur Elektro. So, das sollte passen. Stoppo, ready, steady, go. Okay. Was? Manche Männer runden ja gerne mal die Zentimeter auf. So. Kommt drauf an, ab wann man auf und abrundet. Oh, die Fackel brennt immer noch fleißig vor sich hin. Die Birkenrinde ist mittlerweile fast weggebrannt. Jetzt brennt der Stamm. Rundet man nicht ab 2 auf? Und wir sind bei 3 Minuten 37. 20 Minuten. 20, 30 wären richtig geil. 20 Minuten. Würde ich mich schon freuen, sollte es mindestens schaffen. Aber das ist ja auch wirklich schön. 30 wäre eine geile Nummer. 69. 10 Minuten sind geschafft. Noch sieht das auf jeden Fall recht gut aus. Ah, sind die 30 Minuten drin? Schauen wir mal. Ey, was ist hier los? Der Stamm. Wir sind bei 18,45 und irgendwie, da oben ist zwar noch eine Flamme, aber das sieht nicht mehr gut aus. Weil es windstill ist, vorhin. Aber 18 Minuten ist schon safe gut. Also ich überlege mir jetzt gerade, ja, Fabio kommt einfach nur in die Nähe des Holzstamms und die brennt die ganze Nacht. Ich weiß nicht, aber ich finde, 18 Minuten ist nicht schlecht. War hier nämlich Wind durch, na, das Ding immer ein bisschen angeheizt. Na, okay. 19 Minuten. Die 20 machen wir auf jeden Fall voll, aber... Schönen Abend dir. Es wird schwierig, glaube ich. 30 Minuten sehe ich da hinschwinden. Das gibt's nicht. Diese zwei hinteren, nur oben an der Spitze, brennen irgendwie die ganze Zeit weiter.
Der Rest ist komplett nur noch am Glühen. Nichts ist mehr an. Nur hier oben. Na gut. Das Köpflein brennt. Und? Warten wir mal ab. Wie lange noch? Und das Ding hat wieder Feuer gefangen. 27, 37 und plötzlich... Ah, krass, sogar das da hinten brennt wieder. Der Wind ist anscheinend hier irgendwie ein bisschen gerade aufgezogen. Das Ding wird gerade richtig entflammt. Ja. Also ich habe nicht gepustet oder sowas, ne? Hey Leute, by the way, Chat, ihr seid so geil. muss ich demnächst hier, ich baue mir so ein Vertriebsteam von Holy auf, irgendwie ist es krass. Ey, liebe Getraus, vielen, vielen Dank. Ich habe das ja einfach nur brennen lassen. Aber okay. Man sieht sehr schön, dass plötzlich das da hinten wieder angefangen hat zu brennen, aus dem Nichts. Und plötzlich brennt das ganze Ding wieder. Es steht zwar mittlerweile fast nur noch ein Gerippe, aber es brennt. Es brennt und brennt und brennt. Und wir haben mittlerweile 40 Minuten geschafft. Alter. Das ist schon holy episch. Shit. Holy shit. Ja. Noch ist die Flamme da. Ja. Ja, ja. Ich bin jetzt schon happy. Ich bin sowas von überhappy, krass, dass das so geklappt hat. Hätte ich nicht gedacht. Ich hatte halt auf 20 Minuten getippt, so, wenn es richtig gut läuft, 30. Aber jetzt schon 46, ey. Und da ist immer noch richtig Rambazamba. Es kam ab und zu nochmal wieder noch ein kleiner Wind. Das bringt das Ganze immer nochmal in Gang. Let's go. Gefällt mir. Wow, Freunde, da drüben ist die letzte Flamme. Hier links ist gerade was ausgegangen. Das könnte auch ein geiles Wallpaper sein, oder? Ohne Witz. Das in 4K-Auflösung, safe, Wallpaper. Da hat es eben die ganze Zeit noch gebrannt. Rechts ist die letzte kleine Flamme. Wenn die erlischt, dann drücke ich Stopp. Wir sind übrigens kurz vor einer Stunde. 59,27 da. Oh, komm, 30 Sekunden muss noch durchhalten, das kann nicht sein. Nein. Bleib am Leben, bitte. Ich will die Stunde noch mal machen. Das war's. Hopp, raus. Oh, das gibt's nicht. Das gibt's schade. Nicht, Freunde. 59 Minuten und 48 Sekunden. Ah, wie knapp, aber geil. Nice. Ey, das kann ich doch sehen lassen. Das kann ich doch sehen lassen. Mhm. Safe. War eine mega coole Challenge. Auch wenn ich daraus am meisten gelernt habe, dass ich erstmal richtig lesen soll. Ich trage das Ergebnis. Hey, das ist doch geil, oder? Ergebnis ein. Auch wenn man dann auf was anderes gestoßen wird und sagt, so, hey, ich hätte vielleicht jetzt noch ein bisschen besser aufpassen müssen, das sensibilisiert ja auch für die nächsten Challenges. Und bin gespannt, was mich morgen für eine Challenge erwartet. Ich baue jetzt hier alles noch ein bisschen rum. Aber es ist doch geil. Mal ein richtiges Feuer. Dann, guck mal, das ist geil, der Typ. Dann machen wir ein richtiges Feuer. Weil seitdem das Feuer brennt, sind nämlich auch die Mücken weg. Praktisch. Okay, ich würde gerne dieses richtige Feuer sehen. Du meinst dieses Feuer, das der Fabio schon gestern angemacht hat? Oh. Der Inselboy. Island Boy Chris. Hallo. Die Challenge fängt bald an. Ich habe hier meine Fackel. Die habt ihr vorhin vielleicht schon mal gesehen. Mhm. Oben Birkenrinde, ein bisschen Harz drin, und was ich halt gefunden habe. Läuft das. Das Ding brennen irgendwie. Ich will erstmal Feuer anfachen können, weil das Holz ist immer noch nicht perfekt. Ist immer noch sehr nass. Aber es sollte funktionieren. Und ich hoffe, ich gehe nicht komplett leer aus mit der Challenge hier. Wenigstens Mittelfeld. Das ist auch mal meine Intuition, immer so Mittel. Mir tut er sehr leid, der Chris. Also ich habe immer so das Gefühl, er ist ja kurz vor so einem Breakdown. Wobei, nee, Quatsch, Chris nicht, Martin. Aber Chris ist auch so ein bisschen halfway there. Feld. Das ist so das Mindeste, was ich erreichen will. Ich möchte nicht als Letzter ausscheiden. Das wäre gute traurig. Idee. So, Feuer brennt schon mal. Ich warte nur noch darauf, dass die Sonne noch ein bisschen weiter untergeht, dass wir dann die Fackel entzünden können. Ich hoffe auch, dass das Holz brennt, ey. Dieses Mal. Ein bisschen konnte es ja trocken, diesen Tag. Aber es ist halt immer noch relativ feucht. Ein bisschen Birkenrinde nachschmeißen sich jetzt selber hier. Let's go. Das hieß in der Anleitung, dass... Also ich sag mal so, ich glaube, Fritz, also das Feuer von Fritz brennt am längsten oder es fängt an wie ein Zungenbrecher. Das Feuer von Fritz flammt am flambiesten, am längsten. Die Zeit erst zählt, sobald die Fackel im Boden steckt oder irgendwo steht. Und dann darf man sie auch nicht mehr anfassen. Ab dem Zeitpunkt
Zählt es. Okay. Also. Ich bin gespannt. Komm. Das ist ein Versuch. Sieht aus wie beim Grillen bei mir im Sommer. Und Zeit läuft. Der Wind könnte ein bisschen kritisch werden. Ja, währenddessen ist mein Feuer schon wieder aus, ne? Also, es brennt halt gar nicht. Aber die Fackel macht sich echt gut. Mhm. Sieht auch hübsch aus. Ich habe da jetzt vielleicht 4 kleine Blättchen Birkenrinde rangeknallt. Und der Rest ist halt Harz. Das könnte aber wirklich gut ein Vorteil sein. Aber safe bringt es jetzt keine Stunde. Aber trotzdem ist es wirklich respektabel. Weil es sieht auch richtig cool aus. Also so stelle ich mir halt eine Fackel vor. Ganz ehrlich, ich glaube so, also was heißt, so stelle ich mir eine Fackel vor. So stelle ich mir wirklich eine Fackel vor. Wenn du sagen würdest, hey Andi, mach mal die Augen zu, ja, okay, und jetzt denk an eine Fackel, dann würde ich das okay, mir vorstellen. Der Harz schon relativ verbrannt aus. Das Harz, nicht der Harz. Und wir erreichen gleich 2 Minuten und die Fackel, also das Feuer wird langsam ein bisschen weniger. Das hat leider so brennt der untere Teil gar nicht, nur der obere Teil, nur der Kopf. Und die Fackel ist aus. Keine Flamme mehr. Nur Minecraft? Noch ein bisschen Blut. Ja, schon. Die Fackeln 2 Minuten 45. Naja. Hey. Ärgerlich, dass ich jetzt nicht noch mehr Harz hatte. Ich glaube, mit noch mehr Harz hätte das echt gut locker 5 Minuten durchgehalten. Aber egal. Ich bin mit dem Ergebnis eigentlich vollkommen zufrieden. Sicher? Dafür, dass es ja an sich ein kleiner Kopf war und nicht so viel Material drin war. Ich finde es immer lustig, wenn man danach reflektiert, ne? Anstelle, also ist nicht böse gemeint so, aber anstelle sich im Vorfeld die Gedanken zu machen, reflektiert man dann im Nachhinein und sagt dann so, okay, wenn da jetzt mehr Harz drin gewesen wäre, wenn. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ist ja auch gut. Also ich finde, ich weiß nicht, ich muss das selbst mal ausprobieren, glaube ich, und dann mach ich eine Instagram-Story so und dann lasse ich euch wissen, wie lange meine Fackel gebrannt hat. Wenn man jetzt das Ding ja noch richtig besser fett nicht baut, also ein bisschen mehr Umfang und ganz viele Schichten mit Birkenrinde und Harz. Aber es funktioniert, bin happy damit. Okay. 2:45, 21. Jetzt probiere ich nochmal Feuer anzumachen, mal wieder zu entzünden. Es wird eh nicht lange halten, das ist wirklich mit dem Feuer ist echt schwierig hier. Ich habe jetzt selbst hier so trockenes Holz, also hier, ich habe selbst so ein Holz hier, ne? Wo du denkst, okay, ja, ist trocken, aber nee, Arschlecken. Das ist innen drin auch noch komplett nass und feucht. So ein Schmutz, wirklich, ey. Naja, es ist bald wieder Schlafenszeit. Wirklich, ich war einmal in Schweden gewesen, vor vielen Jahren. Auch Ende Sommer, irgendwie September oder sowas. Da war es halt auch nicht so pralle. Ich möchte einmal Schweden bei Sonnenschein erleben. Wirklich einmal. Das wäre echt ein Traum von mir. Dass ich Schweden mal von der schönen Seite zeige. Nicht mal nur Regen. Merkt man es? So leicht, da kommt's durch. Immer nur Regen, Kälte. Ich habe heute oft gefroren. Und ich glaube auch, das liegt auch da. Ich böse Schweden. Ich bin echt keine Frostbeule, wirklich. Ich renne oft mit T-Shirt draußen rum, wenn andere schon irgendwie Pullover oder Jacken anhaben. Aber dieser Kaloriendefizit, den ich habe, und ich denke die ganze Zeit immer an Döner. Der schindet sich aber selbst, oder Leute? Er denkt ständig an Döner. Der lässt den Körper irgendwie so ein bisschen, also ich habe keine Energie. Ich merke halt, wenn ich jetzt einen kleinen Marsch mache, dass ich aus der Puste bin. Ich merke, dass wenn ich einen Stock säge, dass ich aus der Puste bin und erstmal nach 2 Schnitten erstmal ein bisschen mich ausruhen muss. Das ist halt alles nicht geil. Ich muss gucken, dass ich morgen ist Tag 3 und morgen muss ich zusehen, dass ich Essen rankriege. Egal in welcher Form. Sei es ein ganzer Becher voller Beeren, dass ich einfach mal eine Stunde lang einfach konsistent da hinten durchlaufe und einfach Beeren pflücke. So, einen ganzen Becher voll. So, das wäre schon mal geil. Oder, dass ich morgen wirklich einen Spot suche zum Angeln. Dass ich mir einen Angel baue, Köder suche und wirklich mal angeln gehe. Obwohl bei Angeln sieht es hier schlecht aus. Ich finde es so geil, wie er halt immer so, ne, hält sich so die Waagschale zwischen guten Ideen, eine gute Planung, was er dann so machen will und dann aber. Ich komme mal nicht weit genug raus, sehr starke Strömung, sehr flaches Gewässer, ist schwierig, sehr schwierig. Mein Plan war es ja auch eigentlich gewesen von vornherein, wenn ich kleine Fische fange, die Fische als Köder zu nehmen für Krebse. Eine Krebsfalle zu bauen, aber ohne Köder keine Krebse. Ich weiß noch nicht.
Ich habe jetzt Hunger, mein Magen knurrt wirklich. Geh Bären sammeln! Ich könnte jetzt wirklich eine Familienpizza innerhalb von 5 Minuten wegziehen. Ich riech Bock drauf, schön mit Käse, auch am Rand und so. Oh, geil. Ich riech Bock drauf, schön mit Käse, auch am Rand. Pizza? Eine Familienpizza innerhalb von 5 Minuten wegziehen. Ich riech Bock drauf, schön mit Käse, auch am Rand und so. Oh, geil. Was esst ihr heute Abend, Leute? Was, sehen wir schon hier so einen Pizza-Stream machen, ne? Das ist so, ich träume nur noch von Essen gerade. Das ist schlimm. Ich hoffe, das lässt irgendwann nach. Oh, das ist aber krass. Also ich kann mir vorstellen, dass es wirklich so krass hardcore zieht. Wie gesagt, wenn man Hunger hat und man ist irgendwo, ne, und denkt so, später. Und aber bei ihm gibt es ja kein später. Es gibt ja eher so nach 7 Tagen. Aber auf der anderen Seite, ja. Weil es war erstmal Tag 2 von 7. Wenn man so will, war das jetzt ein Viertel ungefähr. Okay. Letzte Nacht, die ist. Komm, sie schissen aber. Ja. Ich geh ins Bett. Reis mit Halloumi und Tzatziki. Das ist auch eine wilde Kombi, ey. Der macht mir gerade auch Hunger. Ey, ich sag's dir. Juhu, Peter. Ich kriege auch so langsam Hunger. Oh, jetzt hört mir auf. Strudel gefüllt mit Gemüse und Speck. Das ist ja wild, ey. Zeit läuft. Oh, die Fackel. Okay. Gut, Ach, Martin. Mal sagen es aus. Ich glaube, es setzt ein, oder? Also wie wir schon festgestellt haben, vor allem bei Martin setzt es so langsam so ein. Also Rekordzeit wird es nicht. Ist, was es ist. Eine Minute 42 habe ich gestoppt. Boah. Hat Martin gerade noch Bock? Irgendwie ist er so far away. Ich möchte noch mal eins deutlich sagen, dass es aus Birkenrinde war. Ein Stück Birke und das war. Ich habe da nichts extra reingepackt. Beschleuniger oder sowas oder hier Stopp oder so. Sondern es war eine rein natürlich gebaute Fackel. Keine Sehne. Keine Strüppe, nichts dergleichen. Hat er nicht gesagt, nee, wer war das? War das Chris oder war das Martin, der gesagt hat, er holt sich ein Tier und zündet das an als Fackel? Ich glaube, es war Chris, oder? Vielleicht kriege ich einen extra Punkt. Und ich habe heute 2 Fische gefangen. Also, Big Brother, sei lieb zu mir. 1 Minute 42. Und ich wäre traurig. Ich bin leicht traurig, dass ich nicht zu Hause sein kann. Mir fehlt meine Familie, meine Maya. Ja. So. Oh, Sad Music ist immer so ein Zeichen für... Ja. Keine Ahnung, wie spät. Aber ich bin ultra müde. Und Tag 2 und ich könnte schon heulen und ich weiß nicht mal warum. Das ist voll bescheuert. Ich bin halt einfach kein Mensch, der alleine ist. Also ich kann es einfach nicht. Es fängt so an zu regnen. Stimmung ist natürlich wie immer super. Also insgesamt ist eigentlich alles okay, weißt du, aber... Es ist halt das Gefühl, diese Einsamkeit. Also glaubt mir eins, wenn ich in Knopf... Hey, legt mal da die Musik von hier, Besorgt runter, von Guts. Wenn das gehen würde, ich würde einfach da drin nämlich erhängen. Ich würde es nicht aushalten, das weiß ich jetzt schon. Also das ist echt krass. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so Isolation... Also ich wusste ja, dass es ein Problem für mich ist, aber dass es so heftig ist, hätte ich nie gedacht. Ich freue mich tatsächlich einfach zu schlafen, weil wenn ich träume oder nicht schlafe, bin ich nicht hier. Also dann bin ich quasi bin ich unter Menschen. Ich träume ja nie, du träumst ja niemals von Isolation. Aber erstmal... Armut. Wer ist denn Maya? Maya kenne ich nicht. Das Krasse ist so, die extravertiertesten Menschen sind manchmal sehr, sehr, wie soll ich sagen, doch sehr empathisch. Ne? Das ist krass. Also sein Hund, war sein Hund. Eieiei. Seine Hündin, okay. Ganz am Anfang habe ich auch gedacht, oh, Martin, mit dem würde ich vielleicht nicht so klarkommen, weil er ganz am Anfang so komplett, bei den anderen, wisst ihr noch, bei der Vorstellung so, weil er komplett alles so balls to the walls und so komplett übertrieben drüber gekommen. Aber mittlerweile würde ich auch sagen, dass er wirklich sehr, sehr sympathisch ist und dann, ja. Ist wichtig, ein paar Kalorien, damit du nachts nicht frierst. Ja, los geht's. Gott, bleib mich für eine Lusche, ey. Okay, Mr. UPS. So, ihr seht's. Hi. Ich bin im Bettchen. Mhm. Es
Ist zwar nicht ganz dunkel, aber ja, ich versuche jetzt zu schlafen. Resümee vom Tag. Pommel geht's gut. Ich finde es so voll geil in seiner Kajüte da, in seinem Unterschlupf, in seinem Zelt, so mit der Plan und dass er das halt so wie so eine Hängematte in die Luft gehängt hat. Das finde ich wirklich clever. Aufgabe oder Challenge ist erfüllt. Mhm. Mal gucken, ob es reicht, genügend Punkte einzufahren. Und ansonsten war ich heute nochmal. Ja, der See ist gerade richtig flach. Es geht ganz leichter Wind nur. Absolute Stille, absolut krass. Und das. Jo. Kiska. Heiße Erotik? Ich wollte jetzt den, wo haben wir denn da? Aber hier, ne? Halt, stopp. Keine heiße Erotik. Aber vielleicht ist heiße Erotik im Zelt von, so ein bisschen sieht er danach aus, oder? Hey, heiße Erotik bei Bommel im Zelt. Belastet meinen Kopf hier oben. No. Ich habe es ja gestern schon erzählt. Also ich merke halt, wie es mehr wird. Ich habe heute auch Mittagsschlaf gemacht, um mich versucht abzulenken. Gehe jetzt auch wieder zeitig ins Bett. Sehr gut. Einfach um in Anführungsstrichen schnell durch zu sein mit der Sache. Ja. Das ist die beste Einstellung. Meanwhile, so, du hast dein erstes Date. Wobei, du hast dein drittes Date. Ich korrigiere mich. Du hast dein drittes Date, ja? In Anführungsstrichen schnell durch zu sein mit der Sache. Und Zeichen stehen schlecht. Ja, die halbe Zeit wahrscheinlich einfach nur zu verschlafen. aber in der träumt man ja und ist in anderen Welten. Und das hilft mir tatsächlich sehr, das Ganze hier durchzustehen. Ja, ist wirklich sehr fuego. Man merkt schon. Wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass es mich so krass triggert oder beziehungsweise belastet. Stellt euch einfach vor, er beschreibt sein Date. Aber das ist schon echt hardcore. Ja. Okay, wir lassen es mal so stehen. Ich würde mal sagen, wir switchen mal zu Fabio. Mr. Schäfer, Pizzaofen, aka der Bärentöter, der Stamm himself. 40 Zentimeter. Mr. Der Umfang. Okay. Okay, Schönheitsfaktor bei ihm ist wirklich safe gemalt. Guckt euch das mal an. Das sieht ja aus wirklich wie gemalt, die Fackel. Guck mal, die Flamme, die sich so leicht nach links krümmt und dieses konisch nach unten zulaufende mit diesen lianenförmigen Schlingelsdings nach unten, das ist richtig geil. Das sieht ja richtig krass aus. Ich finde, seine Fackel sieht am schönsten aus. Also, oh, was denn hier passiert? Nein, ist sie schon aus. Erster Versuch. Fabio, 2,24. 2,29. Vielleicht ein bisschen weniger. Die Reuße. Und jetzt seit 1,14. Dann war das doch die Fackel. Ihr habt gemeint, es wäre eine Reuße, keine Fackel. In der letzten Folge. Hm. 4,23 aktuell. Nicht schlecht. Es sieht mir so danach aus, als würde es ausgehen, das Feuer. Aber es kann auch sein, dass man so eben gestoppt. Oh nein. 7 Minuten 18.
Okay. Das war die Challenge. Okay, das Ergebnis der Fackel-Challenge sieht folgendermaßen aus. Oi. Fritz, okay. Ich sehe es gerade nicht, aber 7 Minuten 18 bei Fabio. Da hat aber jemand abgesahnt, ey. Ich habe mich eingemummelt und sag schon mal gute Nacht. Draußen ist noch ein bisschen hell, ich chill noch ein bisschen am Lagerfeuer. Mal gucken, ob ich heute Nacht wach werde oder nicht. Ich habe mal wieder keine Orientierung, was die Zeit angeht. So ist es. Blablablub, haben einige erzählt Scheiße. Dann noch keiner verwendet im Videoschnitt hier diese Moderation. Morgen, neuer Tag, neue Challenge. Neues Glück. Und hoffentlich ein bisschen mehr Action im Magen. Ich brauche mehr Fische. Gute Nacht. Hier kam gerade ein Tropfen durch. Das kann es nicht sein, oder? Da kam irgendwo gerade ein Tropfen. Also, ich meine, war bloß ein Tropfen. Bei ihm sieht es irgendwie so aus, als wie so ein Hexenhäuschen im Wald. Tropfen gewesen, aber ein Tropfen ist ein Tropfen. Ja. Hä? Aber die Blätter sind alle irgendwie trocken. Also ich sehe da kein nasses Blatt aktuell. Hier ist ein nasses Blatt. Da ist ein Tropfen dran. Naja, egal. Der Bär steht so hinter der Behausung und tröpfelt so ein bisschen was rein. Denkt sich. Kannst du nicht ändern. Oh, diese scheiß Mücken, ne? Kurz die Schuhe ausgezogen, direkt einen Mückenstich in den Fuß. Letzte Nacht hatten wir nämlich gar keine Mücken gehabt, weil es geregnet hat. Aber wenn es nicht regnet, kommen die Mücken natürlich. So, Leute. Ja. Christoph, ich versuche zu schlafen. Wenn irgendwas sein sollte, dann melde ich mich natürlich. Okay, ich warte auf deine SMS. Das ist auch hier, der Balken hier oben, ne? Das gefällt mir auch gar nicht. Guck mal. Was ihr heute sehen könnt, ist auch alles feucht und nass. Ziemlich feucht. Ja, also, hier drin hängen auch noch ein paar Tropfen. Mhm. Ah ja. Ist auch. Von Tag zu Tag ein bisschen besser. Also, Leute, schlaf gut. Wir sehen uns morgen. Ist auch schön, wenn man dann so anfängt, so alles zu beobachten, zu interpretieren, ein bisschen zu bewerten. Da ist es feucht, hier ist es feucht. Tropfbaumhöhle. Es ist unglaublich windig draußen. Das ist draußen, ich liege ja draußen, aber es ist so windig, dass ich irgendwie ein bisschen Bedenken habe, dass eventuell mein Shelter einstürzen könnte. Ach was. Aber das ist Quatsch. Das ist so massiv gebaut. Aber trotzdem ist es super windig. Ich glaube, meine Sachen, die draußen noch lagen, die dürften jetzt weggeflogen sein. Oh, Freunde, war's das? Ich glaube, das war's. Die Folge Nummer 5 hier. 7 vs. Wild, fatale Fackelfehler. Ey, ich bin gespannt auf die nächste Folge, meine Freunde. Wenn dir der Content gefällt, lass mir doch gerne ein Abo da. Lass mir doch gerne ein Like da. Join uns auf dem Twitch-Chat. Nächsten Dienstag und Donnerstag, Mittwoch und Freitag gibt es die Ausstellung jeweils 20 Uhr. Liebe geht raus. Bis zum nächsten Mal. Euer Andi.